Servus miteinander. Heute sage ich euch, wie es weitergeht mit unseren Tagliabellos. Sie sind schon so hochgewachsen. Die letzten 6 Wochen sind sie gut umsorgt worden von uns Gärtner. Sie haben in einem Glashaus immer ungefähr um die 18 Grad hier. Und so können sie gut wachsen. Bald ist der 30. April, wo wir unsere Sommerausstellung haben. Dort kriegt jede Kundschaft zum Einkauf von uns ein Tagliabello mit. Heute zeige ich euch, wie ihr die am besten daheim dann einfach verpflanzt. Ob ihr die in einen Korb oder in einen Topf tun, ist eigentlich ganz egal oder irgendwo sonst. Wichtig ist, dass sie genug Platz hat. Es hat ungefähr die Größe hier. So, er hat sie den ganzen Sommer über gute Versorgung mit Erde und auch mit dem Wasser. Es ist einfach viel besser, als wenn der Topf zu klein ist. Ich habe euch da schon einen Korb gefüllt mit Erde. Hinten ein bisschen einen Rand los, sodass man gut gießen kann. Einfach den Gießrand. Dass sie auch genug Nährstoffe hat, Tagliabellos über den Sommer. Dann am besten einfach ein kleines Gemüsedünger. Wir haben da zum Beispiel einen biologischen, organischen, der ist rein pflanzlich, also macht das Gemüse gar nichts. Da davor nehme ich ungefähr eine Handvoll, streue es einfach schön rein und tue es dann ein bisschen unter schaffen. Ihr könnt genauso auch an Flüssigdünger nehmen, wer lieber mit Flüssigdünger arbeitet. Das ist ein Bio-Win, ist auch rein organisch. Dazu einfach auf 1 Liter allwöchentlich ein bisschen dazugeben. Beim Verpflanzen lösen wir vorsichtig die Tagliabello aus dem Topf raus. Schilde lassen wir dabei, dann wissen wir, was es ist. Und graben sie dann ein bisschen ein. Wieder ein bisschen andrücken. So hat sie einen guten Halt. Beim Gießen daheim tun wir alle ungefähr jeden 2. bis 3. Tag ein bisschen Wasser. Schauen, dass die Erde im Topf all feucht ist, aber es sollte keine Staunässung hier. Weder schon, dass der Topf unten einfach ein Loch hat oder dass er auf jeden Fall nicht im Regen steht, nicht, dass es eine Staunässung gibt. Beim ersten Mal gießen dürfen wir ruhig ein bisschen mehr gießen. Da sollte wirklich die Erde ganz schön feucht sein. So können sie gut verwurzeln und anwachsen. Wenn die Tagliabellos ausgewachsen sind, dann können die bis zur Hüfte hoch werden vom Boden weg. Darum muss man eine kleine Stütze und einen Halt geben, dass sie heben, gerade auch wenn sie dann viel Früchte haben, nicht, dass sie gleich umknicken beim nächsten Luft. Wir nehmen dann einfach einen Bambusstab, ungefähr 1 Meter hoch, stecken den gehörig den Erbs rein. Dazu haben wir so Metallringle. Ihr könnt noch ganz normaler Garn oder ein Bindebast oder irgendetwas und das da vorsichtig befestigen. Wichtig ist, dass man der Tagliabellos trotzdem noch genug Platz gibt zum Wachsen. Das machen wir mit der 2. auch. Wir haben euch immer 2 Tagliabellos in einen Topf hineingesetzt. Die müssen noch beieinander lassen, weil so gibt es viel mehr Ertrag für die Früchte, weil sie besser sich gegenseitig befruchten können. So. Der Standard für die Tagliabellos soll einfach sonnig, warm und geschützt sein. Jetzt in der Nacht ist es noch ziemlich kalt, da ist es wichtig, dass es wieder einfach zum Haus zu herstellen, dass es wirklich keinen Frost abkriegt. Am besten ist es nicht, nicht in einen Keller stellen, wo es dunkel ist oder so, weil da kriegen sie zu wenig Licht und kriegen sie sonst letzt braune Blattspitzen ab. Wenn es aber draußen haben und es ist kalt in der Nacht, dann nehmen wir einfach ein Vlies. Ich habe ein rechteckiges Vlies genommen, in das oberste so zusammengebunden. Und dann kann man das wie ein Zelt einfach da drüber setzen. Genau. Und dann befestigen das einfach mit der Klupper, dass der Wind nicht gleich wegluften kann. So. Und so schon, dass ihr eure Tagliabellos alle warm genug haben und dann werden da auch viel Früchte hier, viel Freude damit.